Was macht man noch kurz bevor man zur Nachtschicht fährt? Genau, man fährt in den Wald und lässt sich von Mücken auffressen. Man sammelt die Aufnahmen der Wildkameras ein. Die Sonne steht hinter mir, deswegen sieht es manchmal ein bisschen komisch aus, wenn das Licht so schräg reinfällt. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hier überhaupt bin. Ich kenne mich in diesem Gebiet noch nicht so richtig aus. Genau, und schon weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ich habe einen Dachsbaueingang gefunden. Da ist er. Das Gras, was nach oben geht, da ist so lang ausgetrampelt. Okay, also werde ich beim nächsten Mal noch eine Wildkamera mitnehmen und die hier in der Nähe aufstellen. Jetzt gehe ich aber erstmal zu den anderen. Einer meiner treuesten Begleiter, die Campag T80. Gucken wir mal, was er aufgenommen hat. Umzingelt von Mücken. Campag T80, die Aufnahme habe ich gerade eingesammelt. Fuchs ist drauf. Und dann marschieren wir mal gleich zur nächsten Wildkamera. Die Eisiger IG600 Typ 2. Die Aufnahmen, die diese Kamera gemacht hat, die zeige ich euch jetzt natürlich. Sind ein paar schöne dabei wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Angucken. In der Zeit laufe ich zur nächsten Wildkamera. Hier habe ich mal was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe eine Kamera auf einem umgestürzten Baumstamm aufgeschraubt. Mal gucken, was sie so aufgenommen hat. Sind ein paar Aufnahmen vorhanden. Sehr witzig, wie der Fuchs hier steht und genau in die Kamera reinguckt. Da sind beim letzten Mal die LEDs nicht angegangen. Ich habe die geöffnet und nachgeguckt, aufgeschraubt. Und da war der Stecker von den LEDs einfach nur abgezogen.
Vielleicht habe ich mal versucht, Mikrofon umzubauen oder so, und dann beim Zusammenbauen ist es passiert. Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Jedenfalls, jetzt geht's wieder. Auf zur nächsten Wildkamera. Kamera muss ich natürlich mitnehmen. Und dann bin ich auch schon mit der letzten Wildkamera angekommen, hier in diesem Gebiet. Das ist die D-Zone. Eine Kamera, die in der Nacht hervorragende Aufnahmen macht und am Tag eher schwächelt. Mal gucken, ob das was gebracht hat, die umzustellen auf 4K und die Tagesaufnahmen besser aussehen als sonst. Wenn nicht, ich bin eh scharf auf die Nachtaufnahmen und deswegen gucken wir jetzt auch mal rein. Die D-Zone ist wieder eingestellt, verrichtet weiterhin ihren Dienst. Das war's von mir, eine kleine Wildkamera-Ernte. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn ihr abonniert habt. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund, ciao. Euer Vari. Oh, ich gucke wieder ständig auf den Bildschirm statt in die Kamera. Ach. So, hier bei der Schnecke. Eine Zeit lang kaputt, habe ich aufgemacht. Ach so, nee, die LEDs. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Mann. Guck den Himmel ran. So, die Wildkamera ist wieder scharf.